In diesem Video wollen wir gemeinsam eine SATB-Aufgabe rechnen und dazu benötigen wir natürlich das ganze Wissen, das wir uns bisher angeeignet haben in diesem Videolernzyklus. Also die Potenzrechenregeln, die Wurzelrechenregeln und den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln. Schauen wir uns dazu dieses Beispiel an. Es hat die Aufgabennummer 1 underline 192. Also wir sollen hier überprüfen, ob die fünf angegebenen Terme gleich sind wie der Term x hoch 5 Drittel. Dazu würde ich euch raten, dass ihr Schritt für Schritt jeden einzelnen Term analysiert und versucht, so umzuformen, dass er gleich dasteht wie der obere geforderte Term. Drück am besten jetzt auf Pause und probiere es einmal selbst, die Aufgabe zu lösen. Okay, wie gesagt, gehen wir schrittweise das Ganze durch. Beim ersten Term haben wir 1 dividiert durch x hoch 5 Drittel. Wie können wir jetzt den Bruch auflösen, indem wir das folgendermaßen anschreiben mit x hoch minus 5 Drittel und wir sehen, es ist nicht gleich wie der entsprechende Term. Nun haben wir die dritte Wurzel von x hoch 5 und dazu verwenden wir jetzt den Zusammenhang. Und wir erhalten x hoch 5 Drittel. Und das ist natürlich äquivalent, weil es genau dasselbe ist wie x hoch 5 Drittel. Somit ist die dritte Wurzel aus x hoch 5 äquivalent zu x hoch 5 Drittel. Und wir können mal das erste Richtige ankreuzen. Beim dritten sehen wir gleich, x hoch minus 3 Fünftel kann nicht äquivalent zu x hoch 5 Drittel sein. Beim vierten haben wir jetzt wieder den Zusammenhang zwischen Potenz und Wurzeln, den wir brauchen. Das heißt, wir können die Wurzel folgendermaßen anschreiben mit x hoch 3 Fünftel, aber unser Term, der gegeben ist, ist ja x hoch 5 Drittel, somit ist das leider nicht äquivalent. Und das letzte ist jetzt zwangsläufig schon mal richtig, da die übrigen ja falsch waren, bis auf das zweite und 2 richtig sind. Aber sehen wir es uns nochmal genau an, wieso. Wir haben hier x hoch 3 Drittel, da eben x hoch 1 dasselbe ist wie x hoch 3 Drittel und die Wurzel können wir wieder als Potenz anschreiben, also mal x hoch 2 Fünftel, 2 Drittel und x hoch 3 Drittel mal x hoch 2 Drittel. Potenzen mit derselben Basis dürfen wir addieren, also erhalten wir x hoch 5 Drittel und daher ist es gleich wie der gesuchte Term. Also auch das ist richtig. In diesem Video haben wir also die Potenzen- und Wurzelrechenregeln und den Zusammenhang angewandt. Ich hoffe, ihr habt dabei viel lernen können. Bis zum nächsten Video.